Hallo, heute möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie man mit dem digitalen Farbatlas Farbharmonien ausrechnet. Also Abwandlungen einer Ausgangsfarbe, beispielsweise Komplementärfarben oder in Richtung einer anderen Sättigung oder einer anderen Helligkeit. Farbentwicklungen, Farbübergänge, solche Dinge lassen sich mit dem digitalen Farbatlas sehr gut berechnen. Wir öffnen einmal das Fenster Farbharmonie. Ziehen die Toolbar etwas kleiner und an die Seite. Und dann haben wir hier auf der linken Seite des Fensters die Möglichkeit, zunächst einmal die Vorgabefarbe zu definieren, beispielsweise im RGB-Farbmodell, das ja in zahlreichen Computerprogrammen auch existiert. Hier auch die Möglichkeit, die Vorgabefarbe in CMYK anzulegen, dem Farbmodell, in dem die Druckbranche im Allgemeinen arbeitet. Sie können die Vorgabefarbe auch über unser Easy Matching einstellen. Nehmen wir einmal an, wir wollten ein relativ starkes Orange erzeugen. Dann gehen wir zunächst mal mit Alt und in waagerechter Richtung in Richtung dieses gewünschten Farbtones. Der ist ungefähr hier zu sehen. Dann variieren wir diesen Farbton in Richtung Helligkeit, wir kommen dem Orange schon etwas näher, und in Richtung Sättigung in waagerechter Richtung. Und schon haben wir ein recht kräftiges Orange erzeugt. Schließlich können wir die Vorgabefarbe auch in einem Farbsystem auswählen, das wir zuvor vermessen haben. Also wir haben etwa 400 verschiedene Farbsysteme für den digitalen Farbatlas eingemessen. Diese stehen hier für alle Berechnungen zur Verfügung und können jetzt beispielsweise im Fenster Farbharmonie auch angewählt werden. Wir nehmen einmal den HKS Rasterfächer und dort einen recht kräftigen Farbton. Nehmen wir einmal das HKS 15 in 100% ohne Schwarz, ein relativ starker, leuchtender, roter Farbton.